Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Bird & Bird zu einem, wie ich meine, hochspannenden Thema, nämlich Digitalisierung. Zu diesem Thema haben wir heute hier unsere Experten und Partner von Bird & Bird, einmal Dr. Alexander Duisberg und zum anderen Dr. Fabian Niemann. Ja, meine Herren, ich hatte es gerade angedeutet, Digitalisierung ist ein hochaktuelles Thema auf jeder politischen Agenda. Man kann vielleicht sagen, einer der Treiber zur wirtschaftlichen Veränderung. Vielleicht die erste Frage an Sie, Herr Duisberg. Was sind denn die eigentlichen Rechtsfragen, die sich momentan für Unternehmen stellen? Wir beobachten in der Tat einen fundamentalen Wandel. Es geht bei den Unternehmen einerseits um die Optimierung ihrer Prozesse durch Digitaltechnologien, aber auch den Wandel der Geschäftsmodelle. Und daraus entwickeln sich eine Vielzahl von Rechtsfragen, im Wesentlichen im Bereich Vertragsgestaltung, Datenschutz und alles, was drumherum hängt. Ja, also um das vielleicht noch ein bisschen fortzuführen, Verträge, die klassischen, wie man das vielleicht kennt, Software, Hardware, Kauf, Mietverträge, lösen sich ab zu mehr Cloud-Modellen, mehr Dienstleistungen. Es geht viel mehr um die Daten. Datenschutz spielt eine ganz große Rolle, aber nicht nur der Datenschutz, sondern auch wem gehören eigentlich die Daten, unabhängig davon, ob das jetzt personenbezogene Daten sind, die irgendwie datenschutzrechtlich schutzfähig sind. Da ist vieles unklar, dazu kommt die Datenschutzgrundverordnung. Also es sind nicht wenige Themen, denen sich die Unternehmen jetzt stellen müssen. Aus der Sicht des Beraters, ist die deutsche Wirtschaft vorbereitet, ist der insbesondere auch der Mittelstand gut aufgestellt, um sich diesen gerade von Ihnen angedeuteten Herausforderungen zu stellen? Also man sieht im Mittelstand im Grunde genommen das ganze Spektrum. Wir haben ja einige Weltmarktführer, Spitzentechnologieunternehmen, Unternehmen in der Fertigung, die diese Schritte schon sehr früh gegangen sind und wirklich auch eine Position einnehmen, die seinesgleichen sucht. Sie haben aber am anderen Ende der Skala auch die Unternehmen, die jetzt erstmals anfangen, sich mit Cloud-Technologie zu befassen. Und dazwischen spielt sich im Grunde genommen die ganze Musik ab. Es gibt sehr viele Fragen, die beratungsintensiv sind. Einige Unternehmen sind gut aufgestellt, auch intern durch ihre Kräfte, und andere sind noch auf der Suche. Ist das zu ergänzen? Ja, vielleicht typisch ist für die Digitalisierung, dass das ganze Thema, was man früher IT-Recht nannte, nun immer mehr Unternehmen treffen, die damit klassischerweise gar nichts zu tun haben. Wenn Sie in der Gesundheitsbranche und Automobilbranche, Finanzdienstleistungsbranche, die kennen natürlich alle Software, aber die Umbrüche, die da stattfinden und was das bedeutet und plötzlich Fragen um Daten, Datenherrschaft, Clouds, App-Plattformen. Das sind natürlich auch Themen, die sich der Inhouse-Jurist bisher nicht so gestellt hat. Und gerade im Mittelstand sehen wir dann oft auch den Bedarf nach Expertise, wofür wir natürlich gerne zur Verfügung stehen. Wichtig ist hier auch zu sehen, gerade beim Mittelstand, das Ganze muss pragmatisch lösungsorientiert sein. Und ja, das ist etwas, wo wir uns bemühen und wofür wir auch, glaube ich, stehen. Ich greife ein Stichwort auf. Eine Branche nannten Sie. Welche Branchen stehen denn überhaupt im Fokus? Vielleicht auch hier aus der Sicht von Bird & Bird. Im Grunde genommen betrifft die Digitalisierung natürlich alle Branchen, vielleicht in unterschiedlichen Zyklen. Wir bei Bird & Bird haben uns im Wesentlichen 5 Branchen herausgesucht. Das ist die Automobilbranche, die Gesundheitsbranche, die Finanzdienstleistungswirtschaft, Energiesektor und natürlich Industrie 4.0. Da sind wir jeweils sehr aktiv und glauben, dass wir da mit unserem spezifischen Profil und unserer Expertise in hohem Maße eben beitragen zur Wertschöpfung in den Unternehmen. Vielleicht mal ein paar Beispiele rausgegriffen, was das bedeutet, dass eigentlich in der Praxis, nehmen Sie die Gesundheitsbranche, die Rechtsthemen, die man da kennt, sich aber in noch ganz neuem Kleid stellen, sind natürlich vertragsrechtliche, vergaberechtliche, aber daneben eben auch jetzt sehr stark IT-Daten, datenschutzgetriebene. Beispielsweise stellen Sie sich vor, was alles möglich ist an Geräten, an sogenannten Wearable Tech, was die Patienten dann bei sich tragen, die dann automatisch beispielsweise den Blutzucker messen oder was auch immer, kommunizieren über das Handy, eine Cloud-Lösung mit den Ärzten, den Krankenhäusern oder wenn es ein Kind ist, es löst einen Alarm auf, das Blutzucker ist so hoch, die Eltern kriegen Bescheid. Also die Möglichkeiten da sind unendlich, das sind für viele Unternehmen völlig neue Themen und aber natürlich auch extrem im Spannungsfeld Datenschutz,
Haftung, Verantwortlichkeit und auch ganz platte Themen wie Kassenzulassung. Mhm. Und nehmen Sie den Automobilbereich, da läuft diese Bewegung natürlich schon seit etlichen Jahren. Wir haben das sehr früh aufgegriffen als Kanzlei, wirklich unsere Technologieexpertise und unsere spezifische Automobilexpertise zusammenzuführen, um uns da sozusagen in die Spitze der Bewegung zu setzen. Und da sind eben auch natürlich die ganzen Fragen um das automatisierte Fahren, das Managen von Daten, die vernetzten Infrastrukturen, die sich aufbauen, extrem beratungsintensiv und natürlich ganz entscheidend, um diesen enormen Fortschritt auch voranzutreiben. Und vielleicht da auch nochmal ein Stichwort, man hört immer Aufbruch in die Datenökonomie. Was bedeutet das generell oder vielleicht auch speziell für die Beratungsbranche bzw. Juristen? Hochinteressante Fragen. Im Grunde genommen fängt es an bei dieser klassischen Frage, wem gehören die Daten? Und die Antwort ist schon schnell gefunden, dass es kein Eigentum an Daten gibt. Das zeigt eigentlich schon das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Die Europäische Kommission, nationale Beratungsgremien, alle sind damit Expertengremien aktiv. Wir gehören auch zu denen, die in diesen Gremien mitwirken. Man sieht, man muss einen neuen Rechtsrahmen schaffen oder rechtliche Voraussetzungen so schaffen, dass man eben die Geschäftsmodelle, die Transformation dort abbilden kann. Juristen sind da in einer Schlüsselrolle, die auch eine andere Herausforderung annehmen muss, als man bisher so hatte, wo man sagt, alles steht geschrieben und man wendet nur das Recht an. Was auch ganz spannend ist, ist der Umstand, dass man kann das Ganze sich so ein bisschen in Wellen vorstellen. Früher Daten gab es im Datenschutz vielleicht, aber ansonsten war es nicht Interesse. Und dann mit den ganzen Cloud- und Softwarelösungen ist das Ganze virtualisiert, Recht an Daten, sehr softwaregetrieben, datenbankgetrieben. Und jetzt durch das Internet der Dinge, IoT, kommt dann wieder das Spannungsfeld auf, Moment mal, wer hat eigentlich die Rechte an den Daten? Derjenige, also stellen Sie sich ein Auto vor, stellen Sie sich ein Messgerät vor, wem gehören die Daten, in Anführungszeichen, da es ja kein Recht an Daten im Sinne eines Eigentumsrechts gibt, aber wer darf über sie verfügen? Derjenige, der die Software zur Verfügung stellt, derjenige, dem das Ding, das Auto gehört, der Halter, der Fahrer, der Anbieter irgendeiner Serviceleistung, dürfen Versicherungen, dürfen Polizei dazu greifen. Das sind so viele Player, die alle Interesse an den Daten haben. Und das ist alles rechtlich zum gewissen Maße ungeklärt. Und da ist natürlich der Jurist zum einen gefragt in der Rechtsgestaltung, aber dann auch in der Vertragsgestaltung aus Sicht des jeweiligen Unternehmens sich so gut wie möglich abzusichern. Ja, meine Herren, vielen Dank für diesen, wie ich meine, sehr praxisrelevanten Einblick. Das war es zum Thema Digitalisierung von unseren Experten hier bei Bird & Bird. Vielen Dank und weitere Informationen können Sie gerne unserer Website entnehmen, twobirds.com.